What's up guys, Julius K hier und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil von der A6000 Serie, nenne ich sie einfach mal. Und zwar gibt es heute die Dinge, die fünf Dinge, die ich an meiner A6500 gar nicht mag. Und dann würde ich sagen, schnacken wir auch gar nicht lange, sondern fangen direkt an. Punkt Nummer 1 ist der Akku. Der Akku ist sehr klein, aber auch sehr schnell leer. Das ist nämlich generell bei allen Sony-Kameras bis zur Alpha 7 III und Alpha R 3 immer der Faktor gewesen, dass die Akkus ultra schnell leer gehen. Zum einen liegt es daran, dass es alles spiegellose Kameras sind, somit die ganze Zeit das Bild vom Sensor übertragen werden muss und ein Display an ist oder der Sucher an ist und somit schon mal generell mehr Strom verbraucht wird als zum Beispiel wie bei einer Spiegelreflexkamera. Allerdings könnte man die deutlich größer bauen, wie man mittlerweile auch bei aktuellen Modellen sieht. Mittlerweile hat Sony eingesehen, dass das mit den Akkus einfach komplett der Käse ist und in den neuen Kameras wie der Alpha 7 III oder der Alpha 7 R 3 die neuen Akkus verbaut und somit hat man dort nicht mehr diese kleinen Akkus, sondern die etwas größeren, die deutlich mehr Dampf haben und ja, das wäre einfach was gewesen, was ich mir doch noch gewünscht hätte und deswegen Punkt Nummer 1 ist der Akku. Denn dieser hält gerade mal, wenn man das nur über das LCD-Display nutzt, gerade mal 350 Aufnahmen und 310 Aufnahmen, wenn man die ganze Zeit durch den Sucher schaut. Im Vergleich dazu, die neue Alpha 7 III kriegt es hin, mit dem neuen Akku 710 Aufnahmen über das Display zu machen oder 610 Aufnahmen über den Sucher. Woran man erkennt, dass das ist fast das Doppelte an Aufnahmen, was man machen kann, nur durch den Akku. Der zweite Punkt, den ich einfach nicht so gelungen finde, ist das Touch-Display. Sony hat zwar damit geworben, ja, man hat ein Touch-Display, allerdings wenn man von zum Beispiel Canon auf Sony umsteigt, ist es eine wahnsinnige Umgewöhnung. Bei Canon kann man alles im Menü per Touch bedienen. Und das Einzige, was man wirklich bei Sony per Touch machen kann, ist einerseits den Fokus zu setzen und andererseits ran oder raus zu zoomen. Mehr kann das Display nicht, es gibt sonst keine weiteren Möglichkeiten, darüber irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Das muss man alles über die Räder und Tasten machen und das nervt mich irgendwie ein bisschen. Das hätte man auch rein theoretisch dann einfach weglassen können. Punkt Nummer 3 ist das Menü. Menüs generell sind ja eine schwierige Sache an sich. Da gibt es Kamerahersteller, die es einigermaßen können und Kamerahersteller, die es einfach gar nicht können. Und Sony gehört zu denen, die es mehr oder weniger nicht so gut gemacht haben, denn das Menü ist sehr unübersichtlich. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, also wirklich mal 2-3 Monate die Kamera zur Verfügung hat, dann geht es einigermaßen, dann weiß man, wo die Punkte sind. Aber selbst ich, nachdem ich die jetzt ein Jahr wirklich habe, die Kamera suche öfters auch nochmal im Menü nach bestimmten Punkten und finde diese einfach nicht, weil das Menü aus über 100 Seiten gefühlt besteht und man sich durch ein Menü, dann gibt es nochmal ein Untermenü und von dem Untermenü gibt es nochmal ein Untermenü und dann wieder zurückzukommen und so, das ist einfach nicht gut gemacht. Und bei manchen Funktionen sucht man sich einfach mal einen Wolf. Der vierte Punkt, der mich stört, ist die Wärmeentwicklung. Denn die Kamera ist zwar klein und robust gebaut und auch spritzwassergeschützt und staubgeschützt, aber dass die so warm wird, wenn man wirklich über längere Zeit hin mal 4K aufnimmt, das geht wirklich gar nicht. Die Kamera wird richtig warm und natürlich verbrennt man sich nicht daran, weil dann wird auch irgendwann der Kunststoff schmilzen. Aber die Kamera wird schon sehr warm, während sie aufnimmt und von daher muss man dort immer gucken, dass es nicht zu warm ist oder man ihn nicht länger in der Sonne stehen lässt und sonstige Sachen, was einfach bei anderen Kameras deutlich besser funktioniert. Der letzte Punkt, der mich wirklich richtig nervt, das ist der Rolling Shutter Effekt im 4K-Modus. Wenn man in 120 Bildern pro Sekunde filmt, in 60 Bildern pro Sekunde oder in 30 Bildern pro Sekunde auf 1080p, dann sieht man nichts davon. Es funktioniert alles gut, das Bild ist ganz normal, so wie man es gerne hätte. Wenn man jedoch dann auf 4K umstellt, dann hat man einen wahnsinnigen Rolling Shutter Effekt. Für alle, die es jetzt nicht wissen, was der Rolling Shutter Effekt ist, es ist einfach zu schwierig zu erklären, deswegen blende ich es euch jetzt einfach mal ein. Also, wenn man die Kamera sehr schnell schwenkt, dann kann es passieren, dass Gegenstände, anstatt dass die gerade sind, wie es ja eigentlich sein sollte, schräg sind. Das heißt, sie werden so ein bisschen wellenartig, weil die Kamera es nicht hinkriegt, den Sensor schnell genug auszulesen und somit dann die Bilder halt so ein bisschen versetzt quasi abgespeichert werden. Und das merkt man extrem bei 4K, bei der Alpha 6500 und das ist echt nervig, weil man das immer im Nachhinein korrigieren muss und man kann nicht wirklich von Hand
gute Aufnahmen in 4K machen, trotz der internen Bildstabilisierung. Und das ist einfach schade, weil somit filme ich eigentlich wirklich meistens, wenn ich auf dem Stativ filme, zwar in 4K, aber wenn ich dann unterwegs bin und das die Kamera einfach so mitnehme und viel aus der Hand filme, filme ich eigentlich alles nur in 1080p. Es gibt einige Negativpunkte, aber trotzdem bleibt die Kamera immer noch ein guter Allrounder und echt eine tolle Kamera für jedermann. Wenn man einsteigen möchte in so ein etwas professionelleres Kamerabusiness, dann ist das auf jeden Fall eine gute Kamera. Ich möchte gar nicht sagen, dass sie schlecht ist, sondern in einigen Punkten einfach nur etwas verbesserungswürdig, was ich mir noch gewünscht hätte, was man hätte besser machen können. Aber natürlich mag ich die Kamera trotzdem wahnsinnig gerne, wie ihr auch schon in dem Video gesehen habt, was ich alles an meiner Sony Alpha 6500 liebe. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr sonst noch irgendwelche Dinge habt, die euch auch nicht gefallen an der Alpha 6500 oder generell an irgendwelchen Sony Kameras, was man noch hätte berücksichtigen können in diesem Video, was ich dann nicht berücksichtigt habe jetzt. Aber dann war es das auch mit diesem Video. Von daher, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Erstmal ganz kurz hier den Lüfter anmachen, Alter. Oh, geil. Kommen wir zu Punkt 1 und das ist der Akku. Der Akku ist jetzt nicht wirklich groß, wie ihr hier unschwer... Der Akku ist jetzt für sich an sich nicht wirklich groß. Allerdings ist der auch nicht wirklich... Kommen wir zu Punkt 1 und das ist der Akku. Der Akku ist zwar nicht wirklich groß, aber auch nicht wirklich krass. Punkt Nummer 1 ist der Akku. Der Akku ist zwar nicht wirklich groß, aber kommen wir zu... Punkt Nummer 1 ist der Akku. Der Akku ist nicht... ist sehr... Zum Beispiel der Alpha 7 III oder der R3, dort hält der Akku deutlich länger und er ist nicht wirklich deutlich größer, sondern eher nur etwas größer, aber hat dafür deutlich mehr, deutlich. Oder 610 Aufnahmen über den Sucher, woran man erkennt, dass man, dass das ist fast das Doppelte an Aufnahmen, was man machen kann, nur durch den Akku. Ja, so ist es. Krasser Scheiß, oder? Punkt Nummer... Von daher würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oder, ja, wenn die Alpha 6500 auch scheiße findet, lasst einen Daumen nach unten da. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen zoomen. Oh ja. Oh, oh mein Gesicht. Ja. Ich glaube, ich sollte die zukünftigen Videos mal so aufnehmen. Was solltet ihr davon? What's up, guys? Tschüss, Kay. Und mein recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tschüss.